So, das ist echt übel hier gerade. Wie hoch sind wir? Wir sind noch verdammt hoch. 5000 noch was mindestens ohne Berge gerechnet. Können wir natürlich auch eine Anhöhe erwischen hier. Ich kenne die Gegend hier echt nicht. Suizidburn ist bei 23 Meter. Das heißt, wir haben gleich Bodenkontakt. Irgendwas ist passiert. Verdammte Hacke. Irgendwas ist passiert. Ich weiß es nicht. Wir machen mal SRS aus. Irgendwas ist kaputt gegangen und ich weiß nicht was. Ich denke mal, wir sind irgendwie auf einem Berg aufgekommen. So, wir machen mal Timeskipping. Wir gucken mal, ob wir irgendwie Tageslicht bekommen. Kriegen wir hier Tageslicht? 1000. So, wir haben Tageslicht. Wir gucken mal, was kaputt gegangen ist. Eine Solarpaneele ist kaputt gegangen. Zumindest als offensichtliches Opfer. Was ist noch kaputt gegangen? Der Rest scheint in Ordnung zu sein. Das ist alles in Ordnung. Eine Düse ist kaputt gegangen. Ach du Schande, das ist nicht so schön. So, was ist jetzt hier in der Nähe? Können wir irgendwas sehen? Sehen wir hier was? Wie nah sind wir denn? Was ist das da? Das da ist die Anomalie, würde ich sagen. Das heißt, wir sind sehr nah an der Anomalie dran. Das heißt, wir werden nochmal die Landung machen, in der Hoffnung, dass es sauber ist. Ich muss sie wirklich sauber haben. Kicken wir mal. So. Wir sind ausgerichtet. Wir haben den Suicide-Burn. Lassen den mal kommen. Jetzt lassen wir den mal ein bisschen schneller kommen. Da ist er. Habe ich jetzt die Landestruktur draußen? Ja, die habe ich draußen. Sehr gut. So, wir brennen. Suicide Burn ist ein E. Lassen den mal hier retro. Danke. Oh, SRS sollte anbleiben. Lassen den mal hier schön mal bremsen. Machen hier nochmal ein Quick-Save jetzt. Okay. Wir haben genug Zeit zum Reagieren. Da passt, ist alles draußen. Und jetzt gilt es, schön sachte zu kommen. Schön sachte. Okay. Wir versuchen mal ganz langsam ranzukommen. Und zwar wirklich samt jetzt. Jetzt habe ich nicht geguckt, wann der Aufprall war. Wir haben noch 1000 Meter theoretischerweise. Versuchen jetzt nur noch ein bisschen sanfter aufzukommen. Und das im Dunkeln. Mann, 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 was ich mir hier denke. Man sagt ja normalerweise, im Dunkeln ist gut munkeln, aber so gut mit munkeln ist mir gerade nicht. Nach dem Ehenaufprall war schon unangenehm. Ja. Naja, versuch du mal eine komplette Nachtlandung, hä? Ja, Du Lucifer. hast dir gekauft, du wolltest zocken, also musst du mit der Konsequenz rechnen. Ja, hast du schon recht. So, da rauscht gerade Also. Chat durch, den kann ich gerade nicht lesen, weil ich mich gerade konzentriere. Ich versuche den gleich mal nachzugehen, den Chat. So, 1000 Meter sind es noch.
Das heißt, wir werden gleich noch langsamer werden. Wir versuchen noch langsamer zu werden. Meter. 2,3. Oh yeah. 2,8. 1,8. Das ist jetzt echt Friemeln auf höchstem Niveau. Und ich sehe hier ja nichts. Das ist ja gerade der Köstliche dabei. Ich sehe hier absolut nichts. Ich könnte genauso gut in London landen. Das würde keinen Unterschied machen. Wir sind noch ziemlich weit weg. Ich kann noch mal ein bisschen runterfallen lassen. So. Oh Mann. So. Das wird immer dünner, immer weniger. Schön mit Gefühl, schön mit Gefühl. Wir haben Zeit. Wenn wir was haben, haben wir Zeit. Okay. Langsam kommen lassen. Okay, es sind noch 350 Meter, die irgendwie zu überbrücken sind. In der Hoffnung, dass wir sie heil überbrücken, das ist schon ganz wichtig. So, 270. 230. 230. Okay, wir bauen weiter Geschwindigkeit ab. Wir kommen immer näher. 161. Okay. Sind noch jetzt gleich 100 Meter. 100 Meter. Wie weit müsst ihr laufen, wenn ihr Schrippen kaufen wollt, liebe Leute? Wie weit müsst ihr morgens laufen für Schrippen? Auch mal eine gute Frage, hä? Wie weit müsst ihr laufen für Schrippen? Die morgendliche Zeitung, wie weit müsst ihr dafür laufen? Ich glaube, wir sind angekommen. Und wir rotieren noch und sind jetzt irgendwie sauber. Keine Ahnung. Liegen wir jetzt sauber, liegen wir nicht sauber? Wie rotieren wir? Okay, ich mach mal kurz mal SRS aus. Mal schon mal kurz staunen. Denke, wir liegen. Das Liegen ist nicht das Problem. Jetzt wollen wir mal schauen, dass es Tag wird. Lassen wir es mal Tag werden. Wir brauchen ein bisschen Licht und dann gucke ich mir den Chat an. Erstmal Licht werden lassen. Okay, gut. Schauen wir mal Chat an. Was ist denn da los? Horizontale Speed 6 Meter pro Sekunde, gar nicht weit. Komme jeden Morgen am Bäcker vorbei. Dort gibt es auch eine Zeitung. Mit welchem Mod spielst du? Die Mods stehen unten in der Beschreibung, und zwar wirklich alle, die ich verwende, inklusive so einen kleinen Text, was sie machen.
Der Aufprall war bei Bodenhöhe. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass der da war. Aha. Was ist deine aktuelle Mission? Meine aktuelle Mission besteht darin, eine bemannte Sache auf dem Minmus zu machen. Wir sind hier auf dem Minmus irgendwie angekommen. Die Frage ist, wie kriegen wir den jetzt hingerichtet? Also nicht hingerichtet, aufgerichtet. Und dann haben wir in der Nähe auch noch eine Anomalie, die ich mir anschauen will. Gucken wir nach, was sie jetzt noch sehen. Vorhin hatten wir sie. Sind, glaube ich, zu weit weg jetzt von der Anomalie. Das ist ärgerlich. Die werden wir schon finden. Jetzt haben wir ja Tageslicht. Wir gucken uns das mal an. Wie weit sind wir denn weg von der Anomalie? Eigentlich gar nicht weit weg. Die muss hier in der Nähe sein. Die muss hier in der Nähe sein. Aber die Frage ist halt... Wo? Ich glaube, da hinten ist sie, oder? Nee, sah nur so aus. Verdammte Hacke, wo ist die Anomalie? Ich hab die doch wohin gehabt. Warum habe ich sie jetzt nicht mehr? Sind wohl zu weit abgedriftet. So ein Mist aber auch. Warum? Schade. Gut, wir gucken mal nach, ob wir sie hier aufgerichtet kriegen. Bisschen drehen und etwas kommen lassen. Und Ballett. Und nochmal Ballett. Und... Kommen lassen. Nein. Andere Richtung. Oh Gott, das ist ja... So, theoretisch müsste kommen. Na? Ganz langsam runterkommen. Oh je. Aber sie ist safe. Okay, gut. Wir sind jetzt safe angekommen, wirklich safe angekommen. So, jetzt wollen wir nochmal schauen, ob wir hier irgendwo die Anomalie sehen. Ich hab doch hier irgendwo die Anomalie in der Nähe. Und wo könnte die sein? Ist natürlich, wer weiß, wo jetzt. Das war so ein kleiner schwarzer Klotz. Es war so ein kleiner schwarzer Klotz, die Anomalie. Vorhin haben wir sie gesehen. Gucken wir nochmal so. Gucken wir mal so ein bisschen mit Schieten hier über die Hügel. Was ist das da? Ah ne, unser Ding hier. Kicken wir mal, wenn wir die auf diese Entfernung nicht haben, können wir das eh vergessen. Würde ich fast sagen. Die Anomalie. Wo ist die Anomalie? Gute Frage, nächste Frage. Frage ist natürlich, ob wir auch zu der Anomalie hinlaufen könnten. Das ist natürlich die Frage. So, wir machen erstmal die Standardexperimente. So, wir sind angekommen, das machen wir jetzt Saving. Das ist jetzt die Geschichte sozusagen. Das heißt also, jetzt wird's richtig lustig. Wir machen erstmal einen Crew Report. So, bla bla bla, kennen wir sowieso, senden die ganze Schütze. Wird hier sendet, babbelababab. Gibt nochmal 75 Punkte aufs Science-Konto. Die haben wir mitgenommen, die Science-Punkte. Check erstmal, ob deine... Landing Legs broken sind. Die Landing Legs sind nicht broken. Die Landing Legs sind super, die sehen toll aus. Die sind alle dran, ey. Die sind super. Gut, dann machen wir einmal ein eBay. Hallo eBay. Machen einmal einen Crew Report. Behalten den Borden wieder.
Okay.